Wir sind zurück bei Headstart, das mal wieder mit einem spannenden Gast. Am besten stellt er sich gerade schnell selber vor. Genau, ich bin Joshua Schmidli, bin 26 und bin heute da, um ein bisschen über mein Projekt, über mein Schulprojekt in Kenia zu erzählen, wo ich im Moment am Aufbauen bin. Klingt schon mega spannend. Zum Schulprojekt werden wir nachher sicher noch im Detail kommen. Vielleicht zuerst für den Zuschauer, wer bist du überhaupt und was machst du in deinem Leben? Genau, ich bin in Bern aufgewachsen und im Moment bin ich Medizin studieren. Ich werde das Studium dieses Jahr, diesen Sommer, abschließen und dann in Murten im Spital arbeiten als Assistenzarzt. Und ja, schauen, was die Medizin so bringt. Ist in dem Fall bei dir auch immer ein bisschen das Ziel, dass du in beruflicher Hinsicht den Menschen kannst helfen irgendwo durch? Irgendwie schon. Ja, ich habe schon als Kleiner gewusst, dass ich Arzt werden und den Menschen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise helfen will. Ich habe nicht immer gewusst, wie ich es mal machen würde, aber irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass man immer so Schritt für Schritt vorwärts gegangen ist. Und dann hat man mit Medizin angefangen, das zu studieren und dann auch noch andere Sachen im Leben gemacht, um einfach die Leute zu unterstützen. Genau. Jetzt, Medizinstudium ist sicher etwas, wo man nicht einfach ohne volles Commitment macht. Ist das genau so, wie du dir vorgestellt hast, oder ist es komplett etwas anderes? Bist du jetzt doch auch schon fast am Ende des Studiums? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir es, glaube ich, ein bisschen strenger vorgestellt. Aber es kommt auch immer darauf an, wie streng man es sich während dem Studium macht. Und mir darum immer, als ich gesagt habe, ja, ich will Medizin studieren, jetzt heisst es, ja, eben, du musst wirklich voll dabei sein. Du kannst nicht arbeiten nebenbei, du kannst nichts machen, deine Freizeit ist eingeschränkt und so weiter. Aber jetzt so rückblickend habe ich gefunden, dass ich all die Sachen nebenbei machen konnte und es doch relativ gut aufgegangen ist bis jetzt. Ja. Vielleicht können wir da gerade schnell die Brücke schlagen. Nebenbei, was machst denn du noch genau? In der Corona-Zeit habe ich Corona-Abstriche gemacht und bin auch Impfungen machen. So ein bisschen ein Commitment halt auch zu dieser Pandemiebekämpfung zu bringen. Und während dem Studium habe ich im Sommer immer auf der Baustelle als Zimmermann geschafft, um so ein bisschen etwas nebenbei zu verdienen und das Studium zu finanzieren. Genau. Okay, ist jetzt doch ein bisschen ganz etwas anderes eigentlich wie das Medizinstudium. Hast du auch bewusst irgendwie so einen Ausgleich gewählt, wo du noch ein bisschen mehr körperlich etwas machen kannst? Genau, also ich arbeite sehr gerne körperlich arbeiten und mir ist es relativ wichtig, dass ich halt neben dem Studium, neben dem Sitzen und ständigen Zuhören auch etwas Handwerkliches machen kann. Aber ich glaube, es wird mir auch in Zukunft begleiten, weil ich eine chirurgische Karriere starten will. Und das ist das Handwerkliche natürlich sehr wichtig. Okay, du hast jetzt schon angetönt, eine chirurgische Karriere steht bei dir im Fokus. Weißt du schon genau, wie du dich spezialisieren willst? Oder ist das alles noch ein bisschen offen jetzt momentan? Also im letzten Jahr hat sich sehr so ein bisschen entwickelt in die Richtung, dass ich plastische Chirurgie machen will. Ja. Aber dort mehr so in die rekonstruktive Sparte, das heisst Hauttransplantationen, Verbrennungsopfer, Rekonstruktion. Weil das halt auch etwas ist, was in der dritten Welt, sagen wir jetzt in Afrika und in Kenia, nicht häufig vorkommt oder es nicht viele plastische Chirurgen gibt, die das machen können. Und ich halt auch vorhabe, dort mal zu arbeiten und vielleicht auch etwas aufzubauen. Okay, also das Ziel ist bei dir eigentlich, dass du später eher in Afrika tätig sein wirst, wieder hier in der Schweiz? Beides, würde ich sagen. Ich will beides machen. Ich will mich nicht auf einen Ort festlegen. Und das, was ich hier gelernt habe oder von dem, was ich hier profitieren konnte, möchte ich in einem anderen Land einsetzen, damit es ihnen auch ein bisschen helfen kann. Oder genau, und wieder diesen Aspekt vom Helfen. Genau, du hast den Aspekt vom Helfen eigentlich schon angetönt. Jetzt können wir da vielleicht langsam auf dein Projekt eingehen, wieso wir eigentlich da sind, in Afrika. Was machst du dort genau? Genau, also ich tue in Kenia, das ist mein Heimatland. Also mein Vater kommt von Kenia, das ist vielleicht auch noch wichtig, dass ich das sage. Genau. Meine Mutter ist von der Schweiz und jedes Jahr gehe ich nach Kenia besuchen. Als Kind immer mit meiner Mutter zusammen. Sie hat mir sozusagen meine zweite Heimat gezeigt, sodass ich sie kennenlernen durfte. Und jetzt in den letzten Jahren bin ich immer allein gegangen. Genau, ich habe meinen Stiefvater dort und noch andere Teile der Familie, die ich immer Zeit verbringe. Und vor 3 Jahren hat sich das dann ergeben, dass ich mit dem Harrison, das ist ein guter Freund von mir, ein Schulprojekt angefangen habe. Das klingt mega spannend. Im zweiten Part von dem Interview könnt ihr gerne mehr zu dem spannenden Projekt erfahren.